Das mit dem Einführen klappt normalerweise besser. Bring ein bisschen Niveau hierher. Dankeschön. Ich habe zwei Texte dabei, was ganz kurzes Lustiges vorweg und dann was Gutes. Letzten Frühling, Frühjahrsputz, es war wieder soweit. Mein Bettspannbezug und ich, wir hatten wieder Streit. Warum? Na so, Matratze sehr groß, Matratze sehr schwer, Andrea sehr klein, eine Idee musste her. Also mit einem großen Stück Stoff, bis an die Zähne bewaffnet, kletter ich auf mein Kallax-Regal. Ich stehe da wie ein Andreaskreuz, ich strecke Bein aus und Arm, ich habe das Laken so gespannt. Links der Abgrund, rechts die Wand. Ich atme ein, ich springe ab. Ich sehe wie ein Flughörnchen aus und ich komme mit dem Gesicht zuerst auf der Matratze auf. Aber ich habe das Laken im Zaum. Meine Hände stülpen den oberen Saum um die Ecken, dass es hält, dann schnell nach hinten rutschen mit den Füßen zum unteren Rand. Aber das Laken löst sich, schwupps, ein Zelt. Ein wütendes Flughörnchen steigt wieder hoch, es stiehlt jedem Flugakrobaten die Show. Aber weil dieses Laken sich trotz mehrerer Versuche nicht legte, bleibt dies eins meiner größten Bett- und Beziehungsprobleme. Danke.